Ah, guck mal, da rollt einer. Schnell, da ist einer. Oh, die rollen tatsächlich runter. Das heißt, man muss die gucken, dass man die so hinstellt, dass es nicht rollt. Oder dass man das eine Foundation drauf drunter baut oder so und das dann nicht wegrollt, glaube ich. Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen zu einer neuen Folge Ark Extinction im Wald. Ja, also Ark Extinction, wir haben das Setting ein bisschen geändert. Wir sind jetzt im Wald. Nein, natürlich ist es kein richtiger Wald, denn da oben ist eine Decke. Wir sind in einer riesen Höhle. Das Waldbiom, wo ich letzte Folge reingegangen bin und echt gestaunt habe, weil das echt auf einmal sieht so komplett anders aus. Ja? So, ich mache das mal wieder an. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich baue ein bisschen Basis. Das habe ich auch gemacht. Hier ist meine Basis. Ja? Hier ist ein bisschen duster, deswegen sieht man es nur so halb. Warte mal, vielleicht mit dem Terrano dann etwas besser. Das Ding auf. Hier oben, vielleicht hat man ein bisschen mehr Licht. So. Ja, also ich habe da so eine relativ banale Hütte gebaut. Ja, mit ein bisschen Zeug drin, einer Kiste, einem Bett, einer Werkbank, einer Leiter oben aufs Dach. Also man kann hier mit den Fliegern aufs Dach gehen. Hier gibt es eine Luke. Ja, und dann könnte man hier sagen, tschüpp und runter. Das Ganze ist aber nicht auf ebenerdig. Ach so, hier vorne habe ich noch so ein Behemoth Gate und ein paar von den hohen Walls reingemacht, um hier dieses Ding zuzumachen. Hier rennt auch nicht wirklich was rum, was gefährlich ist. Also mein den Kano habe ich ja letztes Mal gezähmt und da war noch ein Level 135 oder so Terrazino, den habe ich mir auch noch gezähmt. Ja. So, das heißt, die stehen jetzt hier rum. Hier ist halt noch zum Bauen, brauchte ich das Ding. Ja, und dann ist das Ganze da oben. Ja, also ich habe tatsächlich oben gebaut. Da oben ist meine Hütte und was ihr da seht ist, also mal angenommen, ja, ich wäre jetzt mit dem Kanu unterwegs. Dann würde ich runterlaufen. Also würde ich hier hingehen. Hier habe ich na, sind das also Railings, also Geländer gemacht. So. Geländer ist das deutsche Wort. Dann kann man hier runterklettern und runterklettern und runterklettern und runterklettern. Und mein Pteranodon, der steht da oben und da kommt ja nichts hoch. Außer andere Pteranodons. Sonst gibt es hier nichts, was fliegen kann, was gefährlich ist, soweit ich weiß. So, dann könnte ich den Kanu nehmen. Könnt ihr ein bisschen durch die Gegend laufen. Die sind im Übrigen, ich finde die total laut. Also für die Größe sind die unglaublich laut. So, da komme ich wieder. Und dann kann ich wieder hochklettern. Ja, deswegen habe ich hier so eine riesen Leiter gemacht. Ist schon krass. Allerdings ist man mit dem Pterano dann deutlich schneller. Und wenn man dann irgendwie Fahrstühle hat oder so, genau. Und jetzt ist ja nämlich das Gitter hier, dass ich jetzt nicht aus Versehen hier hoch und dann da raus hopp, da darüber hopse, weil dann mache ich einen Abgang. Aber einen großen Abgang. So, Pterano dann, genau. Und was ich jetzt machen möchte, ist einfach den. Die Gachas, ja. Also hier sind einige in der Gegend. Gleich hier unten ist einer. Wenn hier runterfliegt, das ist noch oben. Da unten ist einer. Der ist relativ hochlevelig. Der ist Level 100 irgendwas. 135. Und der tropft Öl. So viel weiß ich. Ja, das habe ich schon mal ausprobiert. Der, also, beziehungsweise von dem habe ich schon Sachen eingesammelt und da war Öl dabei. Fand ich sehr cool. Ich will allerdings ehrlich gesagt nicht mit dem Level 138 anfangen. Warum? Das ist doch ein bisschen High Level vielleicht. Ja, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. So, und dann haben wir hier ein Level 25. Ich weiß nicht so genau, was der droppt. Ich weiß nicht, ob der männlich oder weiblich ist. Ein weiblicher Gacha. Und man zähmt die, indem man den Sachen vor die Nase wirft, sozusagen, die dann fressen. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Gucken, ob hier gleich eine abfällt. Da. Gucken. Na, komm her. So, man kann die also auch wild aufsammeln. Können gleich mal reingucken. Blaues Kristall. So, und dann werfen wir dem jetzt hier einfach mal hier was vor die Nase. Oh, schon gezähmt. Ha. Okay. Ich habe mir ein paar Metallrohre gemacht und jetzt schon habe ich den gezähmt. Das ging ja schnell. So, warte mal, so, jetzt gucken wir mal. Also das war jetzt super schnell. Neutral. Nee, warte mal, du kommst auf Passiv. Verhalten, du bist passiv. Du bist aber sowas von passiv. Folgst mir und jetzt kann man gucken,
Ja, in der Ponyproduktion. Der kann machen Sand, Pilzholz, Feuerstein, Öl. Öl kann der machen. Öl und Obsidian. Das ist nett. Ja, so. Und dazu muss man dem dann irgendwas füttern. Oh, ich weiß gar nicht, ob man dem Sattel geben muss. Also, wir nehmen jetzt einfach mal hier Stein. Ich glaube, man kann dem wirklich alles füttern. Ja. Und dann sagen wir mal hier, komm mal her. Mal den Stein da rein. Und jetzt sitzt er und mampft. Und irgendwann fällt dann was ab. So, aber erstmal will ich den jetzt hier nämlich zurückziehen zu meiner Basis. Hier unten muss er nicht rumsitzen. So. So. Ah, Levelaufstieg. Was wir auf jeden Fall mitnehmen. Nur mal kurz. Na, ist das Leder. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Ist der hier noch? Ja. So. Mal mit. Jetzt sitzt er gerade und kommt der andere Dilo an. Habe ich wahrscheinlich vorhin schon einmal getroffen. Na komm. Geh drauf. So. So, den nehmen wir nochmal Ausdauer hier. Pteranodon, jetzt ist er Level 203. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich den noch leveln kann. Ja. So, dann komm mal mit. Also Leder ist hier tatsächlich so ein bisschen das, was ich immer brauche. Ich will ja für den Terrazino noch einen Sattel machen, aber echt, ich habe gerade echt kein Leder. Bei weitem nicht genug Leder. So, also das ging ja wirklich super einfach. Das war ja, hätte ich, weiß gar nicht, wie viel ich da hätte hinwerfen müssen. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel hingeworfen. Komm mal her, Dilo. Der Gacha hier angegriffen. Wo sind wir denn hier? So, einmal ins Tor. Das Tor habe ich genauso gemacht wie bei meiner anderen Base auch. Ja, so. Das ist, wenn man durch ist, 5 Sekunden und dann schließt es, sodass der dann auch durch kann. Und dann kommen wir mal hierher. Was hier ein bisschen schade ist, das ist mir aufgefallen. Hier gibt es so Grafikfehler. Also hier sind irgendwie. Guck mal, hier kann man durchgucken. Das ist so ein bisschen schade. Ja. Man fällt nicht durch. Zumindest bin ich noch nicht durchgefallen. Aber das ist ein bisschen schade. So, komm mal her. Ein Stück noch. Oh, gut. Dann kannst du dich mal hier jetzt gemütlich tun. Der hat den ganzen Stein aufgefressen. Krass. Gucken wir mal. Gucken wir bei dir mal wieder was rein. Hat der den aufgesammelt? Ja, interessant. So. Hier nehmen wir mal das Leder raus. Das kommt alles hier rein. Das droppen wir. Und dann gucken wir mal. Am besten machen wir uns noch irgendwas. Guck mal, jetzt setzt er sich wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob es beim jeden Ball setzen ein Kristall gibt, aber da oben hängt einer. Ob der jetzt nicht runterfällt? Nö. Hat zumindest ein bisschen was gegessen. Was haben wir hier fallen gelassen? So eine Kiste. Ich komme nur nicht. Ach so. Okay, das brauchen wir jetzt nicht aufheben. Ich will noch ein Foto machen, wenn er sitzt.
Komm, setz dich mal, genau. So, da ist mein Gacha. Jetzt wachsen hier Kristalle und irgendwann fallen die ab und dann kann man die halt einsammeln. So, jetzt ist natürlich Level 37 hat er. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte man viel weniger da reinschmeißen müssen. Gucken mal, dass wir uns noch ein bisschen Zeug hier irgendwas machen. Herstellung. Ich habe dem 20 gegeben. Oh, nicht 120. Kann ich das nicht weg? Nee. Mal herstellen 10. Und dann gucken wir mal, dass wir uns noch den Hoch-High-Level-Gacha nehmen, der da unten war. Das Problem ist, glaube ich, dass man die Gachas nicht so nah beieinander haben soll. Und eigentlich brauche ich auch noch diese Owl Pellets, also den Kot der Schneeeulen dafür. Dann produzieren die, nämlich nur dann produzieren die richtig guten Teile. Ja, so, das heißt, da wird es für mich dann heißen, zurück zu meiner Basis und vermutlich auch nochmal ins Schneebiom. Und Schneeeulen suchen. Ja, und da noch ein paar zähmen und dann muss ich mal gucken. Vermutlich werde ich mit den Schneeeulen hierher kommen, weil ich die Gachas vermutlich nicht gesund zu meiner anderen Basis kriege. Also das ist das Gebiet, glaube ich, zu gefährlich, der Weg zu lang und da passiert zu viel. Ja, deswegen werde ich vermutlich dann mit den Schneeeulen hierher kommen. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt machen wir mal gleich 2 Stacks draus. Ne, machen wir mal noch 4 Stacks draus. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal den anderen versuchen da zu kriegen. Die Schneeeulen, da muss ich dann wieder mit dem Terrano dann, glaube ich, auch los. Das war, als ich der letzten unterwegs war, mit Rex war es schwierig. Mit Rex wäre es schwierig, die sind ja geflohen und waren weg und dann. Hallo. Lande mal bitte. So, das Leder will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist mir sehr wichtig. So, dann gucken wir mal. Manchmal steigt man hier komisch ab. Bleib mal hier. Wo ist denn jetzt hin? Also, der ist jetzt Level 135, ja. So, und der ist auch. Nee, ist auch weiblich. Ja. Nein. Ich habe das Falsche gedrückt. Ich habe E gedrückt. Statt O. Komm mal her. So. Aufheben. Genau, und jetzt haben wir einen 10-Fortschritt. Okay, das ist aber nicht allzu viel. Wieder ihr gedrückt. Hallo. Komm mal her. Ich glaube, da brauche ich noch irgendwie mehr Zeug, um den zu zähmen. Okay, was auch immer. 83. Anscheinend kann man die einfach auch mit Steinen ganz gut sehen. Genau. Abbrechen. Ein Gacha. Also, man braucht gar nicht sonst was herstellen.
sondern kann einfach so, Level 194, ne, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Also das ist ja super easy. Nein, Quatsch, ich wollte den doch passiv haben. Verhalten passiv. So, 194. Es gibt auch einen Sattel. Ich weiß nur gar nicht, ob man den braucht tatsächlich, um damit die dann die besseren Sachen produzieren. Ja, weil sonst können die eigentlich ja auch ohne Sattel rumsitzen. Jetzt muss er sich erstmal ausruhen. Das war jetzt so anstrengend, das Zähmen. Level 194. Also das war ja wirklich super easy. Komm. Das ist ja echt, das ist ja Pillepalle. Also das ist ja Kinderzähmung. Ja, nee, Kinderzähmung. Aber es ist ja wirklich also super einfach. Gerade einen Kristall schon fallen gelassen. Kommst du? Bitte? Na, geht doch. Und da ist er durch und das Tor geht zu. Also. So, jetzt muss man die nur aufpassen, wenn man die zu nah beieinander stellt, dann haben die einen Debuff. Ich weiß nicht, ob der auch fürs normale Produzieren schon gilt. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ach da, komm. Dann gibt's einen Debuff, dann leuchten die irgendwie so komisch. Und deswegen muss man die dann eine gewisse Position, also gewissermaßen eine Weile ein bisschen auseinanderstellen. Gucken, ob das schon kommt. Oder bei so sehe ich jetzt noch nichts, aber ich sehe hier bei dem gerade auch nichts produziert. Aber ein Level-Up hat er. Hat sie. Entschuldigung. Ja, so Gesundheit. So, bei dem können wir mal gucken. Produktion. Rohsalz, Seide, Öl, rotes kristallines Harz. Also ich habe auf jeden Fall Öl und Obsidian, was schon mal ganz nett ist. Wir stellen dich mal woanders hin. Komm mal her. So ein Stück hier weg. Kommst du hier hin? Genau. Dann kannst du hier machen, hast du noch? Nee, du hast gar nichts mehr drin. Die fressen. Achso, es kann auch sein, dass der andere schon nichts mehr zu essen hat. Das kann natürlich wirklich sein. Ja. Also, Gachas zähmen ist wirklich, wirklich, wirklich einfach. Ist echt krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ist. Allerdings, ja, braucht man halt diese Schneeeulen, um die richtig guten Teile halt rauszukriegen. Und wahrscheinlich hat der gar nichts mehr drin hier. Genau, alles aufgefuttert. So, dann gucken wir mal, ob die jetzt hier noch irgendwelche Kristalle abwerfen. Hab ich noch einen drin? Ja. Sand. Nee, Rohsalz. Rohsalz ist jetzt nicht so das, wo ich denke, yeah. Aber okay. Ich weiß halt nur nicht, ob man die dann ständig füttern muss. Das ist natürlich dann tatsächlich Arbeit, wenn man die jetzt ständig hier, den ständig irgendwas Zeug reinstecken muss. Ja, dann hat man richtig zu tun. So. Gucken. Stopfen wir in den anderen mal auch noch was rein. Oh, Metall.
So, Metall stopfen wir da nicht rein. Machen wir die Büsche weg. Nein. Dass ich auch sehe, wenn hier irgendwas rauspurzelt. Ich hoffe, dass die nicht zu sehr kullern. Stein. Bären. Keine Ahnung. Der auch Bären frisst, weiß ich nicht. Dass die nicht da runterkullern. Aber viel hätte er auch nicht mehr. Mann. Also da muss ich nochmal ein bisschen nachlesen. Aber vor allem brauche ich ja tatsächlich auch Schneeeulen. Dann gucken wir einfach mal. Wäre jetzt schön, wenn sie hier wenigstens einmal hier was fallen lassen würden. Was da? Weil der da oben ist doch schon groß. Den kannst du doch jetzt mal fallen lassen. Man kann halt über das Produktionsmenü auch tatsächlich einstellen, was sie produzieren soll. Der sitzt gerade. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Nee, da ist nichts runtergefallen. Der da oben sieht doch so aus wie, ich bin fertig, oder? Ein wackelnder Felsen. Nee, immer noch nicht. Mann, könnten doch mal hier. Hätte nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert. Ja. Gucken wir hier nochmal. Bisschen Zeug hast du noch drin. Hauen wir nochmal ein bisschen auf Stein drumrum. Schaut schon nicht schaden. Wo hänge ich jetzt dran? Ach, am Lagerfeuer. Da ein Lagerfeuer hingesetzt. So. Kommt, jetzt macht mal hier. Hinne. Kann doch nicht so schwer sein. Und ist noch nichts runtergefallen. Sind die zu dicht beieinander? Würde das sein? Komm mal mit. Dass man, dass ich vielleicht den Buff nicht sehen kann, weil dazu müsste ich drauf sitzen oder so, aber dass die zu dicht beieinander sind? Ja, jedenfalls hat der schon wieder alles aufgefuttert hier. Der Steinmampfer. So. Also ich werde als nächstes gerade alle Steine, die ich finde in der Gegend. Gibt es hier einige. Ich werde als nächstes mit meinem Pteranodon wieder zurück zu meiner alten Basis fliegen. Das kann ich schon mal sagen. Und dann nochmal gucken, dass ich guck mal, da rollt einer. Schnell, da ist einer. Oh, die rollen tatsächlich runter. Das heißt, man muss die gucken, dass man die so hinstellt, dass es nicht rollt oder dass man das eine Foundation drauf drunter baut oder so und das dann nicht wegrollt, glaube ich. Ja. Nehmen wir mal. Warten wir auf den nochmal, genau. Dann fällt jetzt was ab. Bitte, komm. Mach mal.
weiß gar nicht, ob die auch besondere Sachen produzieren ohne die Schneekristalle und das dann nur sehr, sehr selten ist. Seide und Pilzholz. Okay. Seide wüsste ich gar nicht, wo ich die hierher kriegen würde, um ehrlich zu sein. Aber Öl ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Hier müssen wir, glaube ich, noch so ein, zwei Foundations oder vielleicht eher vier runterbauen und den darauf stellen, dass das nicht wegkullert. Das werde ich noch machen. Ansonsten habt ihr jetzt meine Basis hier gesehen. Ich werde mich dann mal wieder auf den Weg zurück machen. Ja. Die Terezino und Kano stehen beide auf neutral. Das heißt, wenn hier mal irgendwas kommt, dann werden die schon damit fertig. Ja, also ich glaube, hier gibt es auch nichts, was irgendwie gefährlicher ist als ein Kano. Also Drechse oder irgend sowas haben. Doch, Trodons gibt es hier, aber die sind halt eigentlich eher für mich gefährlich. Sobald ich auf einem Tier sitze, ist das schon wieder harmlos. Ich drohe zu verdursten. Hungern muss ich. Das Essen muss ich auch gleich mal. So, gut, dann mache ich jetzt hier mal Schluss. Baue für den da unten noch so eine kleine Plattform, wo er sich draufstellen kann. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier noch ein paar mehr hinstellen können im Laufe der Zeit. Aber das ist dann auch erstmal so. Ich will die jetzt auch nicht hier füttern bis zum Get-No. Warte mal, ich stelle den mal doch auf. Wenn der hier so weit drüben steht, dann stelle ich den mal auf neutral, ja. Dass der angegriffen wird. Und dann passt das, hoffe ich mal. So, okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt habe ich zwei Gachas. Werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch ein paar mehr dazukommen. Aber erstmal haben wir was. Bis zum nächsten Mal.